Willkommen zurück beim Let's Play mit Hard to Best. Ein hartes Spiel, bisweilen. Viel haben wir uns auch hier auch durchgeklickt und oft haben wir auch viel Glück gehabt, aber jetzt haben wir Pech gehabt, denn wie die aufmerksamen Leute unter euch, hallo, huhu, ja genau, ihr seid angesprochen, wart ja gerade nicht aufmerksam, jetzt aber bitte, wie die aufmerksamen von euch vielleicht erst jetzt auf einen Blick sehen, stimmt hier irgendwas nicht. Was haben Christian und Daniel denn hier gemacht? Sie haben einen Fehler gemacht. Wir hatten diese Folge eben schon mal gestartet und haben es dann geschafft, leider nach wenigen Minuten Warren vom Leben zum Tode zu befördern. Genau, der Sohnemann wurde unglücklich erschossen. Wir trauerten und mussten die Mission neu starten. Da haben wir uns gedacht, nee, das muten wir euch nicht zu, dass wir die Mission komplett nochmal mit euch gemeinsam spielen. Und wir haben jetzt einfach das selber nochmal für uns alleine gemacht. Wir haben im Prinzip vieles so ähnlich gemacht wie beim ersten Durchlauf. Ein großer Unterschied allerdings. Cheech lebt noch. Den haben wir hier nicht abgemurkst. Wir sind einfach hinter dessen Rücken hier reingelaufen, haben den Schlüssel geholt und sind wieder rausgerannt. Und wir haben diesmal nicht nur diese Tür hier oben abgeschlossen, sondern auch diese hier haben wir abgeschlossen, sodass wir drei Kämpfer weniger haben als Feinde. Die sind hier halt eingesperrt. Wobei ich nicht weiß, ob die nicht vielleicht oben rumlaufen können und dann hier über das Dach des Hauses vielleicht auch in den Kampf eingreifen können. Bin mir nicht ganz sicher. Also wenn die hier oben vielleicht durchmarschieren, hier hochlaufen, ob die dann vielleicht über diesen Balkon, keine Ahnung. Aber kurzfristig jedenfalls nicht. Und jetzt steht dieser schwer eingeschüchterte Mann hier und wartet darauf, dass wir ihn umnieten. Was sollen wir machen? Sollen wir in den Kampf gehen oder sollen wir weiter schleichen, Christian? Meine Schleichsensoren sagen, wir sollten erstmal die gute Florence befreien aus ihrem Gefängnis, ja, wo sie darbt. Hier ist sie. Mhm. Und hier ist auch die Pforte zu ihrer Freiheit. Mhm. Da müssen wir hinrennen. Dann können wir die da rausholen. Guck mal, sie hat nichts außer einem golden blinkenden Eimer als Gesellschaft. Ist das nicht traurig? Das ist ganz bitter. Das ist Goldlöckchen und der Blecheimer. Das ist ein lange verschollen gewesenes Märchen der Brüder Grimm. Mhm. Von uns jetzt hier wiederentdeckt. Genau, das einzige Märchen der Brüder Grimm übrigens, was in Neu-Mexiko spielt. Tatsächlich, weil die nämlich in Wahrheit, das wissen auch die allerwenigsten, nicht, weil es eigentlich drei Brüder Grimm war. Der dritte hat sich dann später unter dem Namen Karl May selbstständig gemacht und war ein großer Entdeckungsreiser und Reisender und Abenteuergeschichtenschreiber. Der war in Mexiko und der hat diese Geschichte dann aufgezeichnet und seinen Brüdern in die Heimat geschickt. Der durchaus sehr viel jüngere Bruder Karl May, richtig, genau. Mhm. Genau, der nach der Geburt der Brüder und deren Söhne und Kindeskinder dann auch zur Welt kam und das Bruderpaar komplettiert hat. Mhm. Genau, mehrere Generationen später, aber so ist das manchmal mit dreieiligen Zwillingen. Genau, das kann dann mal passieren. So, nachdem wir jetzt ein wenig hier Volksaufklärung betrieben haben, rennen wir mit dem Vater, denke ich mal. Wir rennen ja nicht. Noch sind wir hier im Schleich- und Aufstellungsmodus. Wir laufen ganz cool hier lang. Wir gehen erstmal. Was ist denn das hier? Hier kann man wahrscheinlich wieder irgendwie in Deckung gehen. Ach, da kann man ein Kläppchen hochklappen. Ja, mach das doch mal. Machen wir doch mal. Noch sind wir hier in der Phase des Westerns, wo die Musik noch ganz cool vor sich hin düdelt und wir noch ganz nonchalant. Mit dem können wir immer noch auf Einschüchterung gehen oder wir gehen einfach hier hin. Ja, wir gehen trotzdem auf Einschüchterung. Oder geht es von da aus auch noch? Das ist eine gute Frage. Wir werden das mal ausprobieren. Ich mach mal hier das Kläppchen. Das Kläppchen. Ich finde das sehr schön, dass man mit der Umgebung ein bisschen interagieren und die Deckung verschönern und vergrößern kann. Und wir können nicht mehr überwältigen. Ja, aber nur deswegen, weil wir nicht mehr am Zug sind. Und mit dem Papa? Ah, der wird bewacht hier. Hier ist ein Mexikaner, der verhindern will und der steht auch direkt in der Sichtweite. Ja, das ist Sichtradius hier. Wir könnten den ja auch einschüchtern. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas machen. Hier ist noch einer auf der anderen Seite. Mhm. Der steht hier oben. Ach, weit weg. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt den hier, den müssen wir überwältigen. Mhm. Den hier, weil der guckt direkt auf die Tür. Genau, den überwältigen wir und zwar bewegen wir uns in den toten Winkel der Postkutsche und dann überwältigen wir den von dort aus und sagen, zack, zack, Händchen in die Höhe. Die Frage, genau. Mhm. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal den Vater. Genau, gehen in den toten Winkel der Postkutsche vor Florence's Tür. Ne? Nein. In den toten Winkel der Postkutsche, dass uns der vom Dach nicht sieht. Genau so. Hier hin? Ja, natürlich an die Postkutsche. Du meinst, von hier aus können wir den überwältigen? Ja, klar. Noch eins näher ran, bitte. Hier? Nein, noch eins weiter nach links von hier aus. Das ja, genau da. Moment, da habe ich gerade, Entschuldigung. So, jetzt hier. Du meinst also wirklich hier hin? Da sind wir aber schon im roten Bereich, im Sichtkegel. Nee, eins zurück. Nicht direkt hier. Ans Hinterrad. Genau da.
Ist dahin. Das denn nicht mal der Sichtkegel? Ich glaube, das ist schon der Sichtkegel, mein Lieber. Ja, du bist doch vorhin auch durch einen Sichtkegel durchgelaufen und da war er nur misstrauisch kurz. Bitte, wir machen das. Mhm. Okay. Und jetzt als nächstes dann kann der Vater sagen, so, der Sohn kann übrigens vielleicht nochmal überwältigen, und zwar den, der hinter ihm steht, an der Tür, von hier aus. Geht? Ja, müsste gehen. Du kannst einen Gegner nicht überwältigen, wenn andere Gegner dich sehen. Ah ja, okay, das ist natürlich ein Problem. Das heißt, obwohl wir außerhalb des Sichtkegels von ihm stehen, werden wir trotzdem von ihm gesehen. Es gibt also zwei Arten von Sichten. Das heißt, das eine ist der Verdächtigungskegel, das andere ist der reine Sichtkegel. Ist der reine Sicht, ganz genau, ja. Hast du auch einen Verdächtigungskegel? Nein, habe ich nicht. Okay. Ja, was nun? Was meinst du? Obwohl, das dauert ja noch 5 Runden, bis genau, der hier... Genau, dann haben wir noch Zeit. Ich würde vorschlagen, wir gehen mit dem... Nur nicht vergessen, ihn dann auch zu erschießen, wenn es soweit ist. Ja. Was hast du mit ihm denn vor? Was willst du mit dem hier machen? Ja, eine Runde weiter erstmal, der macht ja noch nichts. Und der Vater wird ihn dann überwältigen und dann die Tür aufmachen. Das heißt, den lassen wir einfach hier stehen? Genau. Ja, dann können wir gleich eine Runde weiterklicken. Ja eben, das war doch mein Plan. So, und jetzt der Papa klickt auf Überwältigen. Weil wenn er jetzt die Tür aufmachen würde, gäbe es ja Geschrei. Der sagt ihm jetzt... Es sind aber nur 3 Runden. Naja, der Papa ist nicht so gut im Überwältigen. Und hier sind es 4. Hilft uns jetzt ja nichts. Dann gehen wir mit dem erstmal hier hin und wieder überwältigen. Zurück. Genau. Ja, aber geh wieder in Deckung zurück natürlich. So, wo wir zuerst standen, hinter das Tor, genau. Und überwältige ihn von Neuem. Mach ich gerne. Mhm. So, jetzt sind wir wieder dran. Jetzt haben wir 2 Runden. Eine Runde erstmal, um die Tür zu öffnen. Genau. Dann gehen wir hier hin. Stellen uns direkt vor die Tür. Hm? Der überwältigt jetzt frisch. Können wir nicht nochmal mit dem klicken? Nee, der Zug ist vorbei. Wir sind im Cool-Modus, da kann das man jetzt? Nur eine Runde... Oh, jetzt. Was habe ich denn gerade gemacht? Ich weiß auch nicht, irgendwas ist jetzt Ich habe die Tür geöffnet. Ah ja. Und in dem Augenblick, wo die Tür geöffnet wurde, wurde vom Programm etwas getriggert. Wir kommen in die Kampfphase. Das wusste ich natürlich nicht. Das wusstest du auch nicht. Das wusste ich auch nicht. Aber dann springt die Musik jetzt auf tadalada, und es geht los. Ja, das heißt, sofort den hier schon mal niederknallen. Mhm. Genau. Kurze Entfernung. Egal, wir nehmen das Wildwestgewehr, weil es hat einen riesen Munitionsvorrat. Genau, und dann, wenn wir da 3 Schaden verursachen, auf jeden Fall dann 100%. Immerhin gibt es hier 100% Schüsse. Bei XCOM gäbe es fast keine 100% Schüsse. Mhm. Ja, Florence rausholen. Der Vater muss auch einen Schuss noch abgeben. Da steht nämlich ein Mexikaner und zielt mit einer Doppelläufigen auf Nase. Ihn. Das sollten wir irgendwie... Der steht ohne... Ja. Rein ins Gefängnis. Erstmal gucken, ob Florence rausrennen kann. Florence kann nicht rausrennen, weil der Vater in der Tür steht. Vater hat aber nur noch einen Bewegungspunkt. Nein. Und Vater muss jetzt schießen, sonst wird er nächste Runde beschossen. Vater kann ja von hier aus schießen. Der Vater muss... Nein, wenn du jetzt ihn reinlaufen lässt, dann ist sein Bewegung... Er hat doch nur noch einen... Dann wäre die Bewegung weg. Ach, du meinst, du willst ihn da stehen lassen? Du musst jetzt schießen mit Vater. Und den da stehen lassen, auf der offenen Fläche hier? Der ist ja im toten Winkel hinter der Kutsche, da kann ja im Moment niemand anders. Ob das gut geht, er muss jetzt schießen, es geht nicht anders. Es geht Florence kann nur in Deckung gehen, kann hinter der Tür hier. Bessere Deckung. Hat die überhaupt eine Waffe dabei? Was hat die denn? Ein Bündelrevolver, das ist ja super. Wo hat die den denn her plötzlich? Vor allem, hat Vater ihr denn zugeworfen, als er die Tür öffnete? Hatte sie den die ganze Zeit? Was ist denn ein Bündel? Kann man jetzt nicht an... Doch, hier, kann man hier rüber anklicken. Die hießen Pfefferbüchse. Ein Bündel drehbarer Hinterladerläufe. Schwache Präzision, aber ordentliche Wucht. Fächern, Zielen, -5. Schaden 5, Bedrohlichkeit 2, halbe Deckung 2, gegen volle Deckung 1. Die waren groß in Mode, bevor jemand den Trommelrevolver erfunden hatte. Dann gehen wir erstmal... Also wir ziehen hier hin mit, ja? Genau, hinter die Tür, in Deckung. Und mehr kann sie dann erstmal nicht tun. Kann sie nicht machen und wir können mit keinem irgendwas machen. Sie kann ja auch nicht schießen. Nee, aber die wir beiden... Wir könnten höchstens nochmal eins vorlaufen hierhin. Nee, können wir auch nicht. Geht nicht, weil Vater in der Tür steht. Eine Runde weiter. Wir können jetzt nur hoffen, dass niemand auf Vater schießt. Aber der auf dem Balkon dürfte nicht können. Der guckt jetzt doof in die Röhre, weil die Tür zugeschlossen ist. Daneben, schießt auf den Sohn statt auf die beiden anderen. Kann er ja nicht. Ist der hier oben, ja, der hätte ja vielleicht so runterlaufen können. Ja gut. Und dann von unten hinten raus. Na? Mhm. So, dann schnappen wir, also Florence kann ja nicht raus, wir müssen also mit Papa zuerst laufen. Genau. Papa vielleicht hinter der Postkutsche in Deckung und auf den auf dem Dach schießen.
Wir haben ja auch Zeit. Wir sind ja nicht unter Zeitdruck. Nee. Das heißt hier hin? Nee, auch von der anderen Seite. Ja, genau, doch, da ist. Nee. Wo ist der? Der hat gar keine. Der hat Deckung vielleicht auf der rechten Seite. Also hier sollten wir nicht hinlaufen, sondern auf die Seite der Postkutsche. Genau, das wäre gut. Fragt sich nur, ob der Winkel dann. Aber dann stehen wir schon in der Deckung. Wir machen es einfach, ja. Wir könnten theoretisch auch hier hin, aber. Nee. Dann, wenn der hier runterläuft, dann war es das, ne? Genau. Lieber so. Oder hier unten hin. Ah, das wäre geschickt. Das machen wir. Das ist toll. Das ist ein schöner Baum, da haben wir Deckung in ganz viele Richtungen. Aber dann können wir hier nicht einfach rauslaufen und Arrivederci geben. Dann macht aber nichts. Ich finde die Baumidee trotzdem toll. Dann machen wir das. Mhm. Laufen wir hier hin mit dem, weil da ist der wirklich, da muss er erstmal in dessen Rücken, irgendjemand in dessen Rücken kommen. Das wird so rasch nicht passieren. Kann auf wen schießen? Trefferwahrscheinlichkeit 100%. Auf den oberen Schaden. Perfekt. Ja, super. Das ist wieder Kredit High El Obscuro. Es tut uns so leid. AD. Mhm. Die Rache war dein, sagt der Tod. Also mein. Wo so, haben wir jetzt noch Gegner? Sohn kann nicht schießen und Florence könnte schon mal raus aus ihrer Kemenate. Der Sohn könnte eins vor und gucken, ob er von da aus was schießen kann. Mhm. Klingt gut. Da haben wir uns die schöne Deckung hochgeklappt. Machen wir das? Ja, oder kann er von der Seite erwischt werden vielleicht? Nee, da ist ja niemand, da ist nur Cheech, wenn überhaupt. Und Cheech müsste erstmal vorne zur Tür rauslaufen. Jetzt sieht er einen. Ah, wie schön. Der steht leider auf der falschen Seite. Ja, wären wir links gelaufen, hätten wir ihn gut erwischt. Das kann ja Florence machen, von ihrer Seite der Postkutsche aus. Das ist eine gute Idee, die schnappen wir. Mhm. Und die läuft jetzt auf die... Was ist denn für eine Waffe, was hat die Waffe denn für Eigenschaften? Also welchen... Bereich hat die. Wie weit schießt die? Ist ein etwas ungenauer Kurzstreckenrevolver. Macht aber nicht. Steht hier aber nicht, ne? Close steht hier nicht. Welche Reich? Klick sie mal an. Es lässt sich nicht anklicken. Oh, dann. Das war seltsam. Man kann die Waffe nicht anklicken. Man sieht nicht, wie weit die schießt. Weil je nachdem... Ja, aber besser als nix. Hierhin auf jeden Fall. Genau. Und jetzt hat sie zwei Gegner in Sichtweite. Der im Haus ist egal, der ist ja gefangen. Mhm. Sie kann schießen und fächern. Bei Schießen, Trefferchance nur 54%. Aber Schaden 5. Und bei Fächern wäre es wahrscheinlich nur 34, aber auch nicht Schaden genug, 5. Nicht genug Aktionspunkte. Achso, Fächern geht sowieso immer nur. Ja gut, dann wechsel mal den Gegner. Nein! Der andere Gegner wäre doch egal. Der andere Gegner war doch der im Haus. Oh Gott, der kann nicht rausrennen. Ich hab mich kurz erschreckt. Ja. Ich dachte, wir würden auf den im Haus schießen. Nein. Entschuldigung. Bin ich wieder nervös geworden. Ja. Und jetzt ist er wieder dran und bleibt da einfach stehen. Ja, genau. Kann ich schießen? Könnte höchstens eins nach links, aber wozu? Oh, nee, macht er nicht. Bleibt da stehen. Naja, erledige nicht eingesperrte Gegner, um zu fliehen, sagt das Programm. Einer fehlt noch. Ja, den kriegen wir ja schon irgendwo. Mhm. Die Eingesperrten können nichts machen. Die werden uns nicht hinterher reiten. Wo ist der dritte Mann? Der letzte. Ich fürchte, der letzte ist Cheech. Im Haus drin. Ich fürchte, stimmt, ja. Stimmt, den hatten wir jetzt im Gegensatz zum ersten Durchlauf nicht. Das heißt, wir rennen ins Haus rein. Oder ans wir müssen aber aufpassen, dass die uns aus dem Haus raus nicht beschießen. Mhm. Wir müssen also immer in Deckung bleiben, nach links hin. Wieso denn nach links? Da links, also der ist doch rechts, der ist doch rechts in dem Haus. Nein, Entschuldigung, die drei, die hier eingesperrt sind, ach so, die können ja aus dem Haus rausschießen durch die Fenster eventuell. Genau, dürfen sie nicht. Wir laufen am unteren Ende des Hofes entlang. Und vielleicht können wir da durch ein Fenster reinschießen. Da, nein, ja. Mhm. Das ist doch schön. Ah ja, da sehen wir ihn auch. Und er steht da ohne Deckung. Wie schön. Mhm. Kannst du ihn da vielleicht mit der Kobra erwischen? Trefferchance 50%. Wie sind die Trefferchancen? Schaden 6, aber... Oh, hat geklappt. Cheech, es tut uns leid. Es tut uns sehr, sehr leid. Sehr schön. Florence war frei. Wir haben sie dem mexikanischen Banditen-Warlord entrissen. Ha. Ein Erfolg. Zuerst versagt, dann ein Erfolg errungen. Nach dem Kampf endlich wieder vereint, kehrtet ihr beide sicher und gesund nach Hause zurück. Ich würde echt so gerne den Übersetzer übers Knie legen. Kehrtet ihr beide, was ist denn das? Was soll das sein? Was ist das für eine obskure Verbform? Die existiert gar nicht. Nee. Das ist wie ein Kleinkind, das irgendwie versucht, wie ein Erwachsener zu reden und dann versucht, vornehm zu sprechen. Das ist absurd. Das ist völlig absurd. Naja.
Ein paar Tage darauf kam Vater voller Panik mit dem Amulett zu dir. Es zerfiel in seinen Händen. Wie es schien, war er von diesem merkwürdigen, teuflisch überzeugenden Gentleman betrogen worden. Niemand. Vater, alle sind nicht mal von der Kraft des Amuletts betroffen, stattdessen aber vom Fluch des Amuletts. Neue Orte sind verfügbar, die zwielichtige Bude und flüchtiger Sklave. Niemand kann ungestraft am Gleichgewicht der Welt herumspielen. Von diesem Tag an war Vater von dem Amulett verflucht. Auf ewig sollte er Pech mitbringen, wohin er auch ging. Oh, das ist traurig. Ganz, ganz böse. Das war dieses Amulett, was wir kaufteten, ja, ohne dass uns jemand fragtete. Ganz genau. Mhm. Da kam eben rechts noch eine Meldung rein, dass Warren immer noch an diesem Schädelbruch leidet und den sollten wir vielleicht mal versorgen lassen. Wo? Wie? In der Kirche. Zum Heilkräutermann? In der Kirche. In der Kirche. Oh Gott. Ja, natürlich. Das machen wir. Nein, zu spät. Schau, geh nochmal zu ihm zurück. Ich habe da was gesehen gerade. Ja? Bei Warren. Der Schädelbruch ist gar nicht mehr da, aber fehlendes Hirnstück. Der Schädel verheilte gut und was an Intellekt verloren ging, wurde durch Schnelligkeit und Glück wettgemacht. -4 Sicht, +2 Bewegung, +1 Max Glück. Mehr Gesundheitspunkte, mehr Glück, mehr Bewegung, aber wir können nicht mehr so weit gucken. Das macht ja nichts, er hat ja dafür irgendwas anderes, was ihn weit gucken lässt. Mhm. Puh. Gut. Also hätten wir den Schädel früher geheilt, dann... Tja. Wir haben einen neuen Job, Christian. Dann wäre uns dieser Buff... Also dieses, also Debuff, der erspart geblieben leider. Der Debuff eigentlich. Ja. Hm. Finde einen Weg, den Fluch zu brechen, indem wir zum Beispiel zur zwielichtigen Bude rennen. Sollen wir das mal machen? Genau. Reiten, sag doch reiten, nicht rennen. Wir sind hier im Wilden Westen. Der Laden war voll mit Abschaum. Wie geht? Du fragtest herum, ob jemand wisse, wie man einen Fluch brechen könne. Das können wir machen. Oder das Gespräch kam auf die Stadt des Mexikaners, nachdem er jetzt tot war. Oder du hast so gut es ging versucht zu handeln. Ich bin ja für Option 2. Oder 400 Gold, das wir nicht haben, irgendwelchen alten Bergarbeiter anheuern. Das Gespräch kam auf die Stadt des Mexikaners. Mhm. Aber hat der uns verflucht? Nee, das war der Teufel mit dem Amulett. Ja. Dann ist doch logisch, dass wir eins machen. Aber ich möchte trotzdem auf 2 machen, weil wir haben ja jetzt den Mexikaner oder einen Mexikaner getötet. Und ja. Und? Ich möchte gern wissen, was da bei uns für uns dabei heraussprang. Es klang schlimm. Der Mexikaner war streng gewesen, aber er hatte für Ordnung gesorgt. Nun herrschte in der Stadt Anarchie. Neuer Posten, Handelsposten verfügbar und eine mexikanische Stadt. Ich hoffe jetzt, die erste Option ist immer noch da, sonst bin ich nämlich, doch es geht. Jetzt darf ich aber bitte fragen. Na klar. Ja, wie bricht man denn einen Fluch? Jeder hatte eine andere, todesichere Methode. Manche empfahlen dir Gebete, andere schworen auf Spenden in der Kirche. Dritte, dass du Christian Weigel eines furchtbaren Flammentodes was? Zuführen und das steht da nicht, das hast du nicht vorgelesen. Oh, da habe ich mich verguckt, entschuldige. Mhm. Noch mehr glaubten an Exorzismus. Oh, hast du schon mal einen Exorzisten rufen müssen? Darüber darf ich nicht sprechen. Ich habe einen heiligen Eid anschließend ablegen müssen. Hm. Du hörtest von einer Heilhellseherin in der Nähe. Wahrscheinlich Scharlatanerie, aber du warst verzweifelt genug, alles zu versuchen. Mhm. Auf, zur Hellseherin. Aber, warte. Vielleicht wärst du mit einem Klassiker besser bedient, eine Münze in einen Wunschbrunnen zu werfen. Ja, das sagen die Besitzer der Wunschbrunnen immer. Das sollte man bitte schön machen. Neuer Ort verfügbar, Brunnen. Ach, das war kein Scherz. Gut. Nein. Gut. Ja, das war's doch jetzt. Wir können ja nur mal handeln. Sollen wir das? Möchtest du handeln? Ich will nur mal gucken, was es gibt. Wir haben sowieso nicht so viel Geld, um was Tolles zu kaufen. Was haben wir denn? Schnapsflaschen zum Beispiel. Das ist gut für die maximale Gesundheit. Ethanol. Selbstgebrannter. Oder Schnupftabak verbessert die Bewegung. Nagelbombe. Wow, eine Handgranate. Richtet bei jedem im Explosionsradius Schaden an. Eine Dynamitstange. Kettengewehr. Was ist denn das? Nichts geht über Patronengurte, wenn man ohne Unterlass schießen will. Munition 16, Reichweite Medium, Schaden 4, Bedrohlichkeit 3. Aber wir haben ja schon gute Medium-Gewehre, oder? Ja eben, wo ist denn da jetzt der Unterschied zu... Gezinkte Würfel?
Glücksbringer und Zockerhilfe in einem. Plus 50 maximales Glück, das war extrem. Die sind aber auch ordentlich teuer. Ja. Und Elefantengewehr, guck mal. Für manche sind Waffen mit Zielfernrohr Teufelszeug, aber ihre Wirkung ist unbestritten. Lange Reichweite, präziser Schuss, nach jedem Schuss einmal nachladen. Wow. Das hätte ich gerne. Mhm. 70, das können wir... Darf ich? Und, ach komm, diese vielen sechsschüssigen, da können wir schon mal einen von verkaufen. Mhm. Und die gezinkten Würfel? Magst du die auch? Ja, ne? Oder? Ja, klar. Das ist quasi Zusatzpanzerung. Aber, ja, okay. Oder hättest du gerne die Nagelbombe? Nein, ich hätte nur gerne 40 Gold aufgehoben, damit wir noch wenigstens einmal schürfen können, jetzt wo wir keine Steuern mehr an den Mexikaner bezahlen müssen. Aber das haut genau hin, das ist perfekt. Ja, alles gut so? Dann ja, bleibt genau bei uns übrig. Geld, wir müssen noch Geld hinlegen. Ja, die sind so kleinlich. Die wollen auch, dass man bezahlt hier. Schlimm. 90? Habe ich das nicht? Achso, bestätigen. Das, okay. Das macht er automatisch. Dann bleiben übrig. Mhm. Genau. Jetzt kannst du handeln drücken. Wenn ich dich nicht hätte. Ach, wie schön. 86 haben wir weiterhin. Jetzt gehen wir ins Personenmenü und weisen die gezinkten Würfel. Haben wir überhaupt so viel Inventarplätze hier? Es geht. Ach, guck mal, das Relikt kann man jetzt wieder benutzen. Das haben wir doch. Nee, das haben wir. Wie schön. Das ist nicht aufgebraucht worden. Ach so, das haben wir gar nicht benutzt, oder? Doch, ich weiß nicht mehr. Dem hier, der hat ein Glück von. Zu wenig. Ja, dem geben wir hier die gezinkten Würfel, dem Sohnemann. Oh, dann kann er aber die Stiefel nicht mehr anziehen. Die passen nur auf die Stiefel drauf. Nein. Aha. Das ist ja Mist. Oh, wie ätzend. Das sollte man einmal vorher sagen, dann kriegt sie die gezinkten Würfel. Oh ja, dann ist sie das Glückskind. Ja, genau. Aber Waffen hat sie. Achso, und jetzt kriegt sie noch die getrockneten Heilkräuter einmal. Und den Marinerevolver. Sollen wir sie zur Scharfschützin ausbilden? Nein, sie hat doch so einen. Guck mal, was sie für einen miesen Zielwert hat. Guck mal, jetzt können wir mal den Bündelrevolver uns mal anschauen. Der hat Reichweite kurz. Ne? Sollen wir, dann heißt, sollen wir, also du meinst, sie hat, wo ist der Zielwert 45? Ich glaube, Bart hat, 65. Komm, 75 dann sogar. Dann geben wir ihm diese Langstreckenwaffe. Und noch dieses Repetiergewehr war schon geil, ne? Ja, aber das Elefantengewehr wird noch besser sein. Dann geben wir ihm die Langstreckenwaffe und irgend noch was für Notfall gegen kurz. Hier, die Doppelflinte. Das ist ja ultra kurz. Die ist ja ultra kurz. Gib ihm lieber den Marinerevolver, der ist, glaube ich, da besser. Ich bin auch mittlerweile von diesen Close-Waffen nicht so überzeugt, weil man verdammt dicht rangehen muss an die Leute, ne? Genau. Lieber was für kurz. Guck mal, der ist doch gut. Ja. Ja. Und bei ihm hier, der hat auch so eine. Nee, der hat eine Medium-Waffe und eine. Ach, die vertausche ich mal. Ich komme sonst immer so leicht durcheinander. Also das Repetiergewehr war die Langstreckenwaffe. Und der bekommt dann für Close oder Medium? Ja. Wir haben nur Close. Close-Waffen für ihn. Dann gib ihm eben noch die. Ja, nicht die Taschenpistole. Das wäre irgendwie peinlich. Dann gib ihm das verweiblicht ihn zu sehr. Die Doppelflinte. Oder die abgesägte Kobra. Das ist mir egal. Die abgesägte fast Kobra, gleich. Die macht gleich 6 Schaden. Aber die macht Zielen minus 5 und die Doppelflinte macht wenigstens Zielen plus 5. Okay. Und dann gehen wir ihm noch an Inventar. Talisman, nutzbare Gegenstände, Heilkräuter hat er schon. Bargeld braucht er nicht. Genau. Dann gehen wir zu ihr und sie hat den Bündelrevolver für die kurze Distanz. Und dann kann sie noch die Taschenpistole nehmen. Ne, hier, sie soll auch ein bisschen schießen können, genau. Wildwestgewehr als Hauptwaffe, tödliche Taschenpistole als Zweitwaffe oder Bündelrevolver als Zweitwaffe. Ja. Wo hat sie denn? Achso, Entschuldigung. Ja, nee, ist richtig. Ja. Hat sie den denn her in Gefangenschaft? Damit hätte sie sich doch alleine befreien können. Ja, eben. Also wirklich. Kartenmenü? Ja, genau, wir haben neue Karten bekommen. Oh, ja, hier 2 Stück, die wir noch nicht zugewiesen haben. Und Florence, der können wir auch welche geben. Mehr Glück. Florence war doch die schon so viel Glück hatte. Die braucht nicht noch mehr Glück. Und dann haben wir noch die Pik-Dame-Fähigkeit Serienkiller. Töte einen Gegner, um die Chance zu erhalten, einen weiteren zu töten. Und dann noch, das ist gut für den Langstreckenmann hier. Weil das erfordert 75 Glück. Und Glück verliert man ja, wenn man auf einen schießt. Das heißt, das ist gut für jemanden, der aus der Entfernung ballert, weil auf den wird wahrscheinlich nicht geschossen werden, nicht erfolgreich. Hoffentlich. Dann gib ihm doch die Karte und, ja genau. Ja, was nehmen wir ihm weg? Ausweichen. Das geben wir lieber dem Sohnemann. Querschläger behält er.
Wo haben wir denn Ausweichen für ihn? Ich kann das nicht sehen. Ach so, hier, alles klar. Das hier meinst du, ne? Mhm. Würde ich dem Sohnemann geben, der hat ja sowieso weniger Trefferpunkte. Dann geben wir ihm die Pik-Dame und die Fähigkeit Serienkiller. Und der neue Bonus ist plus 4 Bewegung. Ah ja, sehr gut. Alles klar? Bewegung ist super. So haben und wir alle raus. Verteilt. Sehr schön. Prima. Ja, und als nächstes rennen wir dann zur Wahrsagerin und sind gespannt. Ich kann übrigens in die Zukunft blicken. Ich sehe jetzt schon, wenn ich auf die Wahrsagerin allein blicke, auf ihre Hütte, ich sehe vor meinem inneren Auge, sehe ich plötzlich einen Schriftzug auf diesem Video aufgehen. Da steht irgendwas drin, wer das gemacht hat und wo man hinklicken kann für dessen Forum und dessen Homepage. Und jetzt verschwindet alles und wird allmählich dunkler und die Musik geht weg.